Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Destiny Video bei mir auf dem Kanal. Und heute haben wir wieder eine Folge von Was spielt Chausix? Ich weiß, die letzte Folge ist ein bisschen weiter her, deswegen wollte ich einfach mit dem nächsten Wochenreset einfach mal einsteigen, wenn wieder die gläserne Kammer dran ist. Und diese Woche haben wir eben die gläserne Kammer wieder als Auswahl, als Modifikator von der wöchentlichen Raid-Playlist. Und diesmal fangen wir direkt einmal an mit den ganzen Waffen eben, was ich spiele, wo ich sie spiele und so weiter. Als allererster für den Jäger würde ich immer nehmen den Nachtpirsche, egal von wo. Außer wenn ihr zum Beispiel den himmlischen Nachtfalken habt. Hier zum Beispiel der himmlische Nachtfalke. Dann die Golden Gun mitnehmen bei Artion zum Beispiel oder beim Templer. Ich würde es lieber bei Artion verwenden, weil beim Templer bringt das mehr, wenn ihr den Bogen drauf schießt, für den gesamten Schaden eben von der Gruppe. Also fangen wir direkt einmal gleich an mit der ersten. Ja, mit den ersten Sachen. Also die, ja, den Konflux, diesen großen Prisma-Ding aufbauen mit die drei Plattformen, da würde ich sofort nehmen die Vision der Conference, dann schuldig befunden für die Minos und natürlich die Yallohan. Wie gesagt, dann auch dann für das nächste, also für die ganze Orakelphase beziehungsweise dann auch für die Konflux-Phase würde ich auch das gleiche Setup verwenden. Dabei ist es wichtig eben, dass sie eben die Vision der Conference, also Raid-Waffen aus der gläsernen Kammer benutzt, weil sie haben eben diesen, ja, Faktor, diese Fähigkeit drauf, dieses Orakel-Disruptor, das nämlich diese Waffe fügt den Orakeln in der Gläsernkammer zusätzlichen Schaden zu. Das könnt ihr erkennen, wenn ihr zum Beispiel Schaden macht auf die Orakel und dann nach einer gewissen Zeit seht ihr dann einen zusätzlichen Schaden, nicht normalen Schaden, der von der Waffe kommt, dann ein zusätzlicher Schaden nämlich noch dazu und das ist eben dieser Orakel-Disruptor-Schaden. Dann kommen wir gleich zu der ersten Bossphase und das ist nämlich der Templer. Und hierbei würde ich circa das gleiche Setup spielen, nur würde ich bei der Sekundär eventuell die Predigt-Rache reingeben von der, ja, verschiedenen Geschwindigkeit eben vom Nachladen und von der Feuerrate her, dass ihr sehr schnell eben guten Schaden austeilt, beziehungsweise ich würde euch dann noch andere Waffen empfehlen, für den, wenn ihr zum Beispiel Jäger spielt, könnt ihr die Steelpiece nehmen, das ist kein Problem. Eine gute Waffe zum Beispiel mit Triple Tap oder mit Mulligan drauf ist natürlich viel besser, wenn ihr das Auge die ganze Zeit trifft vom Templer und natürlich die Yallohan Taktik. Da habe ich zum Beispiel die Yallohan Taktik, habe ich in einem eigenen Video schon gezeigt, wie ihr einfach den Templer töten könnt. Die verlinke ich euch rechts hier oben in der Infokarte, wenn das Video dann online ist. Und ja, dann gehen wir gleich einmal zur nächsten Phase, zu den ich wollte schon überspringen, die Gorgone-Phase natürlich. Hier, wenn ihr diese noch braucht für das Buch, nehmt euch hier den Tilger mit, beziehungsweise auch den Dunkeltrinker. Eins von den beiden nehmt euch mit. Beim Tilger ist halt nur immer die Gefahr, wenn ihr zum Beispiel die Gorgonen angreift, dass ihr dann mit dem heftigen Schlag eben von diesem Schwert, mit dem R2-Schlag, immer den Gorgonen ein bisschen nach hinten schiebt und dadurch eventuell von einem zweiten entdeckt werdet oder die ganzen Leute, die sonst immer drauf schießen, haben dann eben kein Ziel zum Töten und ihr schafft es vielleicht nicht, den einen Gorgon zu töten. Deswegen, ja, nehmt euch immer das Schwert mit. Das sind die besten, wirklich die besten Waffen dafür, um diese Challenge eben für das Buch zu machen. Dann kommen wir weiter zu dem Torwächter. Und hier finde ich eben als Jäger ist auf jeden Fall hier der Nachtpirsche zu empfehlen. Und hierbei würde ich auch noch die Bubble empfehlen vom Titan. Und natürlich das Wiederbeleben hier für den ganzen Raid für den Warlock. Ich würde hier eigentlich nicht wirklich wechseln, zum Beispiel Wiederbeleben würde ich immer dran lassen für den Warlock. Dann den Titan, die Bubble, die kann man immer brauchen, hier dann zwischen Waffen und Segen tauschen. Und beim Nachtpirsche ist eben, also beim Jäger ist es immer der Nachtpirsche. Und für Artin würde ich dann als Einzelnen nur den Revolverheld eventuell wechseln. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Jäger habt, dass einer immer den Pfeil macht und der andere macht mit dem Revolverheld, eben mit dem Golden Gun Schuss, eben den zusätzlichen Schaden mit dem himmlischen Nachtfalken drauf. Beim Torwächter ist es eben so, dass ihr dann wieder wechselt, aber auf die Fusion Conference. Ich würde hier nicht empfehlen, die Schicksalsbringer, weil eben die Munition eben sehr, sehr schnell weggeht. Deswegen nehmt euch am besten die Vision Conference mit, für dann nachher dann für die Orakel bei Artion. Beziehungsweise hier könnt ihr auch die Stahlmedulla mitnehmen für die Torwächter. Dann Shotgun ist immer gut für die Goblins und Hobgoblins und natürlich der Yallohan wieder, um die Torwächter in den Portalen down zu machen, beziehungsweise den draußen. Denn dieser teleportiert sich ja hin und her, nachdem eben dieser Patch rauskam von Age of Triumph. Und dann sind wir auch schon direkt bei Artion beim zusätzlichen Bosskampf. Und hierbei würde ich sofort wieder die
wie schon der Conference drin haben, denn es ist einfach die beste Waffe meinerseits für Arte und für den ganzen Raid. Ich liebe einfach diese Waffe, ich habe sie seit Jahr 1 geliebt, deswegen ist einfach meine Favorite Waffe. Dann würde ich hier drin behalten wieder eine Sniper, würde ich zurückgehen auf die Sniper, zum Beispiel eben hier Predizrache oder eben Mulligan und dreifacher Schaden. Und dann würde ich hier für Arten für die Damage-Phase sofort die Sleeper reingeben, die Schläfer-Simulant, und mit der eben ein bisschen unter den weißen Punkt von Arten, also ihr kennt das auf der Brust bzw. auf dem Bauch, eben dort diesen weißen Punkt, und ihr zielt einfach mit der Schläfer ein bisschen drunter, dann habt ihr den weaken Spot eben von Arteon getroffen, und mit der Schläfer, mit Waffenbubble hinten drauf und mit einem Pfeil sollte es kein Problem sein, wenn ihr einen 6er Mann truppt habt und eben mit der Sleeper drauf schießt und eben zusätzlich noch mit Pfeil und Waffenbubble, solltet ihr Arteon eben in ein Round locker down machen mit der Schläfer-Taktik. So, okay, das war's schon wieder mit diesem kleinen Guide-Video, was ich spiele bzw. wo ich etwas spiele. Wenn ihr Ideen habt bzw. was ihr spielt eben, und auch für Klassen-Setups bitte mit Jägerfokus oder Titan-Fokus und so weiter, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vielleicht tue ich da mal in der nächsten Zeit was ausprobieren. Und ja, ich freue mich auf eure Ideen in die Kommentare. So, okay, das war's schon wieder mit diesem Video von mir. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, und abonniert für mehr Destiny-Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Schausix.